Na dann. Gott verdammt! Gott verdammt! Gott! Hoffentlich hat's dir gerecht, du Sack. Gott, wo kommt der denn her? Meine Fresse! Pisser. Mein Gott. Nicht witzig. Gar nicht witzig. Oh. Na Gott sei Dank bin ich ja noch mal nach hinten. Eine Shotgun. Eine doppelläufige. Sehr schön. Doppelläufige Shotgun. Oh yes. Was wollt ihr? Wo? Wo kommt die jetzt eigentlich schon wieder her? Also no joke, wo kommen die jetzt her? Von oben, ja, aber wo von oben? Sind die darüber gesprungen? Es gibt da oben ja keinen Weg. Da oben geht es nur auf das Dach. Ganz, ganz komisch. Fehlt es mich auch noch? Ja. Im Stillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Ich halte das nicht gut, das Ding aufzumachen, ey. Ah. Meine Prophetin, bitte gewährt mir, könntest du, vielleicht ist es möglich, warum ich dich bitten möchte, aber ich muss dich bitten, segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe. Auf dass sie ihren selbstsüchtigen Willen abschwören und ihre Waffen niederlegen, mögst du Frieden in die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. What the fuck? Meine Prophetin, schenke deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir diese Welt von ihrer Krankheit befreien und neu anfangen können. Schon viel verlangt, Kumpel. Oh ja. Ziemlich viel. Meine Prophetin, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Es ist stark und geschickt, zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder aus. Digga, was ist das für ein Kult? Wie ist einfach so trocken gesagt, Digga. Heftig. Ah, geil. Herrlich. Aber ja, die verdeutlicht es nochmal. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross. Schnell und stark. Einem neuen Sattel. Und neuem Zaumzeug. Digga, was geht ab mit der? Meine Prophetin, ich brauche nicht viel. Meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeit zu schenken, damit ich produktiv sein, produktiv und mir Respekt verdienen kann. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Digga, was steht da überall? Was auf diesen Zetteln drauf? Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe schon 2 Wolves in deinem Namen befreit und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lass mich lang genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst. Digga, was?
What the fuck? Alter, was ist das für ein Kult? Merkt euch, Finger weg von komischen Kults, man. Leute. Da geht's darüber, da will ich noch nicht lang. Ach du Scheiße, ey. Meine Fresse. Warum sind es hier alle so komische Kults, ey? Oh nein, bitte lass es nicht wieder so ein Kultzettel sein, ey, Bruder, nee. Cam, danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich verwache hier immer noch die Scar-Propheten. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht. Warum sie ihren Leuten nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing an, dann mit dem üblichen Scar-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will. Und dass der Tag des Abbruchs ein Weckruf war. Aber nicht alle aufgewacht sind. Oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Lewis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist. Aber ich sag dir was, seit ich mit gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind, aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt in einen sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause. Sei vorsichtig. Sam. Reise. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Ja. Was ist das denn? Waffengürtel. Oder so ähnlich. Ah, für Doppelgroßwaffen. Na dann. Cool, cool, cool. Gut. Was soll ich jetzt hier? Jetzt bin ich wieder hier. Ich hätte aber egal. Dann gehen wir jetzt endlich mal weiter. Ich denke. Oh well. What the fuck, Digga, diese. Wie voll. Bruder, nimm mit, Abby. Nimm mit den Scheiß. Sehe ich nicht. Dass so eine Sonne untergeht, hat sie so an sich. Ich meine ja nur. Das tut doch weh! Oh, das ist einfach mein Schlupfloch. Ach, fick dich doch! The fuck? Fuck.
Schuss deiner Ehre, aber das Wolfsland ist trostloser, als ich dachte. Wir kommen. Wer sieht mich denn hier? Ist da irgendwas? Ich sehe Fuck. Halt dein Schnauze. Ja, klar, heck doch. Also, ihr Seraphiten. Schnäpfe, eh. Dringende Pfiff. Geil. Ich will nicht allzu viel Munition für euch verschwenden. Fressen Headshot, Junge. Beziehungsweise Mädchen. Au! Digga, was? Also, no joke, ich hab keinen Plan, wo die stehen, Alter. Gar keinen. Halt dein Schnauze. Uff, diese schönen Headshots, die Abby verteilt, ey. Alter, das gibt's nicht. Das gibt's nicht ums Verrecken, Digga. Wo ist der? Ich hab keinen Plan, wo der sitzt, Digga. Kein Plan. Wo?
War's das jetzt? Ich nehme an. Silberfüten. Mein Gott. Ey, das gibt's ja gar nicht. Trotzdem schön, wenn wir einfach nur Headshots heute haben. Gegen Seraphiten, ey. Was zum Teufel? Ich frag einfach nicht. Ich frag nicht, was das soll. Kein Kommentar dazu. Nein, einfach kein Kommentar. Nein, einfach kein Kommentar dazu. Was nutze ich jetzt drin? Nope, natürlich nicht. Hat der aber auch direkt wie Spartaner reinrennen hätte können. Trick 3 mit Shotgun, bam bam. Alle instant umballern. Mann, ja nur. Warum sind das immer so viele Seraphiten, Digga? Das gibt's nicht. Ja, natürlich von der Gewandteil und so und von dem Versteckten sind die Seraphiten. Die Seraphiten sind da. Ich glaube, da soll ich nicht runter. Sind eindeutig besser wie die Wolves, aber die Wolves haben halt das. Bitte sag mir, dass sie dich nicht erwischt haben. Die Wolves haben halt das bessere Zeug. Vielleicht komme ich da rein. Was Ausrüstung und so weiter angeht. Ich will mich doch umgucken, aber. Ja, komm. Vielleicht hab ich noch runter. Yes, komm ich. Gut, nochmal eine Etage runter. Ich glaube, man schafft das gar nicht, sich komplett umzugucken, kann das sein? Also, weil es ja so viele Wege und so weiter gibt. Alter! Uff! Da der hat eine Sniper, warum nehme ich die nicht mit? Abby! Why? Gut, aber Abby scheint ein bisschen gut, Abby hat so ein Ding. Aber sonst scheint Abby schlechter ausgerüstet zu sein als Ellie. Also von der Rachsucht her. Ich weiß nicht. Ellie? Also ich tippe ja sowieso auf Ellie und ich finde Ellie ja sowieso besser. Aber Ellie wirkt für mich im zweiten Teil wie so ein bisschen zu geduldig, ich weiß auch nicht. Lecker.